Wir sind quasi am Ende von unserem, von dem Transistorteil von dem Elektronikkurs. Und in diesem Block 48 wollen wir eigentlich nur noch mal kurz so grob die wesentlichen Dinge zusammenfassen. Also was wir gesehen haben mit Transistoren, also den... Hallo! Also was wir gesehen haben mit Transistoren, also den Bipolar-Transistoren, kann man eine ganze Reihe von lustigen Sachen machen. Und es gibt viele Standardschaltungen. Also wir haben jetzt nur einen kurzen Auszug uns angeschaut von Standard-Transistorschaltungen, die es so gibt. Aber es gibt für ganz, ganz viele Probleme irgendwie fertige Schaltungen, die man verwenden kann, um Probleme zu lösen. Und ich glaube, das, was wir uns bis jetzt angeschaut haben, ist auch eine gute Hilfe, um sich zu überlegen, wie funktioniert so eine Schaltung, wenn man eine sieht. Dass man sich überlegt, okay, was passiert dann mit dem Kollektorstrom, wenn an der Basis das und das passiert und so weiter. Wenn man selber Transistorschaltungen baut, was natürlich cool ist, viel cooler als irgendwie im Internet habe ich was gefunden, dann sollte man immer darauf achten, dass diese Bauteile eben relativ große Toleranzen haben. Und wenn ihr euch erinnert an den Aufbau, wie wir das gemacht haben mit der Emitterschaltung, da haben wir eigentlich angefangen mit einer Schaltung, die zwar im Schaltungssimulator schon super funktioniert, aber wir können sie in der Praxis nicht aufbauen, weil man müsste quasi diesen Arbeitspunkt den ganz genau treffen und diese Dinge. Und dann haben wir daraus eine Schaltung entwickelt, eben diese Emitter-Schaltung mit Spannungsteiler, Arbeitspunktstabilisierung und getrennter DC- und AC-Gegenkopplung. Das war eben genau so ein Ding, wo wir schrittweise uns überlegt haben, wie kann ich eine Schaltung bauen, die immer das gleiche Verhalten hat, selbst wenn diese Bauteilparameter gewissen Schwankungen unterliegen. Und das ist eben eine wichtige Sache, auf die man aufpassen muss. Und wo man sehr, sehr schnell in Gefahr läuft, dass wenn man zu sehr mit Schaltungssimulatoren arbeitet, in der Lounge ist das Essen, die Leute, die Essen bestellt haben. Wenn man zu sehr mit Schaltungssimulatoren arbeitet und dann so mit Trial and Error versucht, die Schaltung so hinzukriegen, dass sie das macht, was sie tun soll, dass das dann genau mit diesen idealisierten Bauteilen aus dem Simulator passt, wenn man halt dann reale Schaltungen hat, wo nicht jeder Transistor das exakt gleiche Verhalten zeigt, funktionieren die nicht. Also da sollte man ein bisschen aufpassen. Gibt es im Simulator Szenen, die irgendwie rauschen? Du kannst einen bauen, die rauscht. Okay. Und du kannst natürlich, wenn du einen Simulator hast und es gibt ein fertiges Diodenmodell für diese eine Diode, hängt halt davon ab, ob das Rauschen in diesem Modell mit drin ist oder nicht. Die meisten Simulatoren haben Rauschquellen, die man verwenden kann, okay, um dann Modelle zu bauen, die auch Rauschverhalten haben. Da sind wir schon bei den Programmen. Gerade wenn man mit Transistoren arbeitet, in einem Anhang habe ich das gemacht, dass ich diese Emitterschaltung komplett durchrechne. So als Beispiel, dass das grundsätzlich schon geht, aber auch als Beispiel, dass es grundsätzlich eine eher mühsame Geschichte ist. Das heißt, es ist gut, glaube ich, bei Transistorschaltungen sich grob zu überlegen, was passiert da, aber wenn man dann die Transistoren rechnet, wirklich mit der Diodengleichung, mit der Schockgleichung für die Basis-Emitter-Diode und so, das ist einfach zum am Papier jetzt symbolisch runterrechnen zu aufwendig, das ist viel besser, man nimmt die fertigen Programme. Und wenn man in die Praxis geht und jetzt sagt, wir wollen, weiß ich nicht, ein kleines Radio bauen, was auch immer, dann ist es natürlich cool, das aus Transistoren zu machen, aber wenn das ein Produkt ist, das verkauft wird, dann gibt es einfach einen fertigen Chip und der macht Radio. Das ist, auf der einen Seite, ich persönlich finde das ein bisschen traurig, weil da geht irgendwie was verloren, wenn es für alles einen fertigen Chip gibt. Auf der anderen Seite kann man auf einem Chip so viele Transistoren unterbringen und das ganze Device kostet dann halt immer noch nicht viel mehr als ein einzelner diskreter Transistor, dass das einfach der Weg ist. Das heißt, wenn man jetzt hergeht und irgendwo, weiß ich nicht, mal einen DVD-Player aufmacht, dann wird es dort vielleicht in dem Board, wo das Netzteil drauf ist, dort wird es irgendwie ein paar vereinzelte Leistungstransistoren geben, aber ansonsten findet man dort überhaupt nichts, was aus Transistoren aufgebaut ist, sondern da gibt es einfach einen fertigen Chip für diesen Funktionsblock. Das heißt aber nicht, dass man nicht wissen sollte, wie die Transistoren funktionieren. Erstens mal gibt es Leute, die in der Verlegenheit kommen, dass sie solche Chips machen müssen.
was sehr, sehr stressig ist, weil wenn da was schief läuft, geht da wirklich viel Geld in den Bach runter. Es heißt aber auch, dass wenn ich so einen Chip einsetze und gerade in der Analogtechnik, dann habe ich oft in dem Datenblatt die Innenbeschaltung von dem Chip und ich kann, auch wenn ich nicht selber was aus Transistoren aufbaue, kann zumindest sehen, wie die Funktion des Chips aus Transistoren zusammengesetzt ist. Und das hilft mir oft auch besser zu verstehen, was eigentlich das Verhalten von diesem Chip in dieser oder jener Situation ist. Und darum ist es ein bisschen gefährlich zu sagen, es gibt ihren fertigen Chip und es gibt eine abstrakte Beschreibung, was der macht, gerade wenn man analoge Schaltungstechnik macht. Gut, also das war jetzt was ist so dieser bisschen Zusammenfassung, so den Bipolar-Teil. Wir haben jetzt hier noch zwei Dinge, wir haben ein paar Diskussionspunkte und wir haben eine Schaltung. Diese Schaltung werden wir uns noch gemeinsam anschauen, wo auch ein paar Dinge vorkommen, die wir halt jetzt so gemacht haben mit den Transistoren. So, Diskussion. Welche Transistorschaltungen haben wir kennengelernt und welche Kombinationen dieser Schaltungen könnten sinnvoll sein? Also welche haben wir kennengelernt? Wer weiß noch eine Transistorschaltung? Die Emitterschaltung, die Kollektorschaltung. Schaltung, so. Was noch? Die Gegentaktstufe. Gut. Oder wieder? Gegentakt, stimmt das? Gegentakt, ja. Wir haben da dieses, welche Kombinationen dieser Schaltungen könnten sinnvoll sein. Kann man die Gegentaktstufe als eine Kombination interpretieren? Von Kollektorschaltungen. Genau, von einer NPN und einer PNP-Kollektorschaltung. Darum rücke ich das jetzt so ein bisschen ein. So, was haben wir noch kennengelernt? Stromspiegel? Mhm. Ich schreibe gleich einen Punkt Stromspiegel und Stromquellen. Differenzverstärker, genau. Haben wir noch Transistorschaltungen kennengelernt? Transistor schaltet ein, Transistor schaltet aus. Genau, Transistor schaltet ein, Transistor schaltet aus. Ich schreibe einfach Transistor als Schalter. Ich glaube, so hieß sogar der Block. Transistor als Diode. Okay, ich schreibe das nicht als Transistorschaltung auf. Also Transistor als Schalter, tun wir noch ein bisschen mehr. Also Transistor schaltet ein, Transistor schaltet aus. Also Transistor als Schalter hätte ich jetzt mal gesagt, das ist Transistor schaltet ein. Wie war denn der Schmäh mit Transistor schaltet aus? Ein Transistor, den man eingeschaltet hat, hat den Basisstrom vom Transistor, den man ausschalten will, runtergezogen. Genau. Vielleicht schauen wir uns den Schalter nochmal an. So. Transistor schaltet aus, so heißt das. Genau. Und da hätten wir quasi, wenn dieser Q1 nicht drinnen wäre, dann ist Q2 immer eingeschaltet, weil die Basis ja positiv vorgespannt ist. Aber in dem Augenblick, wo ich den Q1 einschalte, weil ich diesen Schalter hier schließe, verbinde ich Basis und Emitter von diesem Transistor hier. Damit ist die Basis-Emitter-Spannung zumindest klein. Und zwar so klein, dass Q2 nicht mehr leitet. Und das ist ein Trick, sowas findet man öfter, dass quasi ein Transistor einen anderen ausschaltet, weil er die Basis-Emitter-Strecke kurz schließt und damit kann nicht mehr diese 0,6 Volt Basis-Emitter-Spannung aufgebaut werden. Soll man da einen Transistor aufstellen? Ja, auf den habe ich noch gewartet. So.
So, und ich glaube, das waren jetzt die wir kennengelernt haben. Es gibt noch mehr. Also genau wie es eine Emitterschaltung, eine Kollektorschaltung gibt es zum Beispiel eine Basisschaltung. Die Basisschaltung kann man je nachdem entweder als Stromspiegel einsetzen oder als ganz obskuren Verstärker für Hochfrequenzanwendungen. Also wer da ein bisschen neugierig ist, was es noch gibt, wenn man ein bisschen googelt zu Transistor-Grundschaltungen und so, da gibt es noch eine ganze Menge von Tricks, die immer wieder vorkommen. Wie hochfrequent? Wie hochfrequent? Ich weiß es nicht. Schneller als die Sachen, die ich mache. Also, die ich analog mache, weil analog mache ich nicht viel. also, quasi als Anreiz, wenn man sich ein bisschen mehr was anschauen möchte, sage ich da mal zwei Dinge. Ich sage Basisschaltung. Das kann man sich anschauen, wenn man lustig ist. Und ich sage was ganz anderes noch, nämlich die Totempol-Schaltung. Das ist sowas Ähnliches wie unsere Gegentaktstufe, aber aus NPN-Transistoren oder nur PNP-Transistoren, aber halt nicht mit. Und das findet man zum Beispiel oft in Chips, weil es in Chips oft so ist, dass es zum Beispiel viel einfacher ist, einen guten NPN oder einen guten PNP-Transistor zu machen, je nach dem Prozess. Und dann will man halt eine Ausgangsstufe haben, die halt nur den Transistortypen verwendet, den man sehr gut im Griff hat. Okay, das war so der Überblick über die Dinge, die wir gemacht haben. Da wissen wir eigentlich schon eine ganze Menge. Was wäre noch so eine Kombination von diesen Schaltungen, die sinnvoll ist? Also wir haben gesagt, die Gegentaktstufe ist eine Art Kombination von zwei Kollektorschaltungen. Ein Operationsverstärker. Das war halt noch eine umfangreichere Kombination. Aber womit haben wir denn heute angefangen? Was ich da aufgebaut habe auf dem Breadboard. Einen kombinierten Kollektor und Emitterschaltung. Genau. Also die Standardverstärkeranwendungen sind immer so Kombinationen aus Emitterschaltung für die Spannungsverstärkung. Dann habe ich aber einen hochohmigen Ausgang. Und damit ich dann einen niederohmigen Ausgang draus machen muss, muss ich natürlich Strom verstärken. Und das mache ich dann eben mit einer Kollektorschaltung oder gleich einer Gegentaktstufe. Je nachdem, ob ich nur Strom liefern oder aufnehmen muss oder eben beide Modi beherrschen. Okay. Worauf sollte man bei der Simulation von Transistorschaltungen besonders achten? Auf die Bauteilschwankungen. Genau, die Bauteilschwankungen, Temperaturschwankungen. Die meisten Simulationsprogramme erlauben einem auch, dass man die Temperatur eingibt, bei der man simuliert. Und in den Modellen ist dann quasi drinnen, wie sich die Temperatur auf das Verhalten des Bauteils auswirkt. Das sind so Dinge, die man mit simulieren sollte. Da kann man auch so Monte Carlo Simulationen machen, dass man einfach sagt, man simuliert das 1000 Mal durch und konfiguriert das Programm so, dass es einfach diese Bauteilparameter leicht variiert und dann schaut man, sehe ich immer im Wesentlichen das gleiche Verhalten oder ist meine Schaltung total instabil und so wie die Bauteilparameter ein bisschen anders ist, kriege ich ein radikal anderes Verhalten der Schaltung. Das wäre natürlich schlecht. Okay, welche Arten von Bipolartransistoren haben wir kennengelernt? Und worin liegen die Unterschiede zwischen diesen Arten? PNP, NPN. PNP und NPN, genau. Und wodurch unterscheidet sich ein NPN oder ein PNP-Transistor? Auch von der Dotierung. Ja. Stromrichtung von der Basis. Wie ist das beim NPN und wie ist es beim PNP? Beim NPN fließt der Strom in die Basis, beim PNP umgekehrt. Genau. Und das heißt dann für die Stromrichtungen an den anderen Anschlüssen? Bitte? Was heißt das für die Stromrichtungen an den anderen Anschlüssen?
alles unmittelbar. Okay, aber damit hast du quasi nur das eine erklärt für jemanden, der das andere kennt. Also wie ist es beim NPN? Da haben wir gesagt, in die Basis fließt dann Steuerstrom rein. Und in den Kollektor. Und in den Kollektor fließt ein Laststrom rein und die Summe fließt aus dem Emitter raus. Ja. Das heißt, beim PNP fließt der Steuerstrom aus der Basis hinaus. Der Laststrom aus dem Kollektor raus und in den Emitter fließen beide rein. Genau. Aus dem Kollektor fließt der Laststrom raus und in den Emitter fließen beide. Und welcher Anschluss ist der mit dem Pfeil? Der Emitter. Immer der Emitter. Genau. Ja, perfekt. Wir sind die vollen Transistorspezialisten. So. Welche Gründe kann es geben, damit man was diskret aus den Transistoren aufbaut und nicht einen fertigen Chip nimmt? Unter Umständen, wenn ich sehr viel Leistung habe. Ja, also wenn ich viel Leistung habe, dann habe ich oft direkt am Frontend dann den einen Leistungstransistor oder das Paar von zwei Transistoren, die ich verwende. Mhm. Ganz einfache Schaltungen sind manchmal billiger mit diskreten Transistoren. Ja. Leider ist der Margin sehr, sehr klein. Also es ist ein Beispiel, das ich persönlich sehr gern habe, sind elektrische Zahnbürsten. Und elektrische Zahnbürsten, was muss die Schaltung machen? Ich drücke einen Knopf und dann wird der Motor mit Strom versorgt für 2 Minuten. Und danach soll der Motor irgendwie ein paar Mal ein- und ausgeschaltet werden, ich weiß jetzt, es hat 2 Minuten, und dann soll der Motor wieder weiterlaufen. Wenn irgendwann der Knopf gedrückt wird, soll es aufhören. Das klingt jetzt nicht so, das kann man sicherlich irgendwie machen. Wie wird das gemacht in elektrischen Zahnbürsten? Da ist ein 4-Bit-Mikrocontroller drin. Das ist billiger, als das aus Transistoren aufzubauen. Und halt, natürlich im 4-Bit-Mikrocontroller, ich meine, kleiner geht schon nicht auf der Mikrocontroller-Welt, ja? Aber da sind urviele Transistoren drin, wahrscheinlich könnte man eine analoge Schaltung aufbauen mit viel weniger Transistoren, die das gleiche Verhalten zeigt. Aber dann bräuchte man halt einen Zahnbürstenchip. Und stattdessen gibt es halt den 4-Bit-Mikrocontroller, der maskenprogrammierbar ist. Da braucht man eine einzige Maske zahlen. So ist halt die Realität. Wie schaut es aus mit Lüfterschaltungen, so von so PC-Gehäuse oder CPU-Lüftungen? Da haben wir ja oft, also ja, also so einfache Regelkreise gehen natürlich gut, weil das kann man oft in einem einfachen Operationsverstärker und 2, 3 passiven Bauteilen machen. Und am Mikrocontroller müssten wir jetzt anfangen, die Regeltechnik-Formeln durchzurechnen. Will kein Mensch, denn analog wird aber super. Aber wir haben da ja auch gleichzeitig eine Leistungsanforderung. Nicht? Also auch bei der Zahnbürste, der Motor zum Beispiel, da ist sicher einzelner Transistor drin. Das hat irgendwie Motor ein. Der wichtigste Punkt überhaupt, warum will man was aus Transistoren aufbauen? Weil es das integriert noch nicht gibt. Das ist der zweitwichtigste Punkt, ja? Wenn es das noch nicht gibt. Aber was ist der wichtigste? Zum Lernen. Genau, und das ist so cool. Ja, da kommen die Leute mit ihren Arduinos und sagen, ich kann eine LED leuchten lassen. Und ich sage, das kann ich aber mit 2 Millionen Transistoren weniger. Ja. Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Okay. Also ich würde nicht sagen, dass das zwangsläufig zuverlässig ist, was aus diskreten Transistoren aufzubauen. Weil du ja bei einer vergleichbaren Anzahl von Transistoren ja zum Beispiel viel, viel mehr Lötstellen hast und so weiter und so fort. Also ich weiß es nicht. Von der Art der Störung. Ja. Ich weiß es nicht. Störung, hast du gesagt, nicht Strahlung. Nein, Strahlung ist ja eine Art von Störung, die mir ja Störungen verursacht in meinem Halbleiter. Mhm. Also da willst du halt generell irgendwie große Strukturen haben und größere Ströme haben, aber das kannst du ja genauso gut auch in einem Halbleiter haben. Also es gibt für die Weltfahrt gibt es irgendwie eine Fab, die noch die Spark 1 CPU im ursprünglichen Prozess herstellt, weil die halt super ist für Weltraum. Ich weiß nicht, was die machen, wenn die Maschinen kaputt werden. So. Sehr viel Geld in die Hand nehmen. Momentan switchen sie ja gerade auf 133 MHz Power-PCs. Ja. Auf in die Zukunft. So, also. Gut, wir machen eine Übung.
Was macht diese Schaltung? Ja. Ein Stromschalter, ein Differenzverstärker. Doch? Nein? Die Stromquelle ist ein Stromspiegel. Ja? Da ist ein Stromspiegel. Und über R1, jetzt verrate ich schon so viel, über R1 mache ich meinen Referenzstrom und den spiegel ich dann darüber. Okay, identifizieren wir mal die Schaltungen. Fangen wir mal an, einfach drei nach, mit Q1. Wo gehört Q1 dazu? Zum Komparator. Zum Differenzverstärker. Ja. Komparator ist schon was anderes. Genau, also zum Differenzverstärker aus Q1, Q2. Da haben wir da unten unser unseren Stromspiegel, unsere Stromquelle, unsere beiden Arbeitswiderstände. Und D1 schauen wir uns dann gleich an, warum wir da dieses D1 haben. Okay, also Q1, Q2 haben wir erklärt. Wo ist Q3? Da ist Q3. Was ist Q3? Der verstärkte Eingang sozusagen. Der Eingang, der verstärkt mit Linie 1. Mhm. Welche Art von Schaltung ist das? Eine Emitterschaltung? Aha. Nein. Ja, ist eine Kollektorschaltung. Das heißt, welche Art der Verstärkung ist das? Stromverstärkung. Eine Stromverstärkung, genau, eine Impedanzwandlung. Wir wollen quasi, dass das Eingangssignal strommäßig nicht belastet wird. Also machen wir eine Kollektorschaltung. Gut, das ist Q3, Q4 da drüben. Was ist Q4? Das gleiche für den anderen Eingang. Q5. Stromspiegel. Stromspiegel für die Stromquelle, genau. Und was ist es? Es sind noch. Ja, ich habe keinen Q5, Q6, Q7. Ja. Was ist Q7? Auch wieder Kollektor. Nein, Emitterschaltung. Ja, das ist eine PNP-Emitterschaltung. Achso, ja, das ist umdrehen. Genau, also das. Tricky, tricky, ja. Das ist der Emitter, der ist auf einem Versorgungsding. Da ist der Arbeitswiderstand für diese. Emitterschaltung. Da unten schaut man halt normalerweise nicht für eine Emitterschaltung Arbeitswiderstand. Ist deswegen. Er ist da. Okay, also was macht diese Schaltung? Hat das noch einen anderen Grund, außer uns zu informieren, dass du da einmal einen anderen Transistor verbaust? Ich könnte keinen NPN-Transistor da verwenden. Das ist der Grund. Es geht nur einen PNP-Transistor. Ist von dir die Schaltung, oder was? Ist von mir, ja. Das heißt, die Diode ist dann eigentlich nur dazu da, dass der Arbeitsbereich von dem Differenzverstärker dorthin kommt, wo die Basis-Emitterspannung von dem PNP-Transistor aufliegt. Genau, genau. Durch diese Diode schwanke ich hier schon ganz knapp an der Stelle, dass dieser Transistor fast aufgedreht ist. Und dann reicht quasi, wenn da ein bisschen und da sind ja 100 Ohm, nicht? 100 Ohm bewegt sich ja nicht viel. Aber quasi dieses bisschen Änderung da ganz oben reicht dann, dass der da auf einmal durchschaltet. So, also was macht diese Schaltung? Ein Komparator. Ja, dieser Komparator. Steht auch, glaube ich, so als Fußnote dort. was heißt das? Wenn das in Plus größer als das in Minus ist, dann ist der Ausgang, ich vermute mal, auf ungefähr 9 Volt oder so. Genau. Kann man alles durchdenken. Wenn das Plus vom Potenzial höher ist als das Minus, dann ist dieses Potenzial höher als dieses hier. Das heißt, der Strom durch R3 ist groß. Wenn der Strom durch R3 groß ist, fällt diese Basis weit weg von den 9 Volt und dann habe ich hier eine große Basis-Emitter-Spannung. Das heißt, dieser Transistor schaltet durch und damit ist der Ausgang quasi mit den 9 Volt verbunden.
Gut. Ich denke, das ist es. Probieren wir es aus, oder? Brauch wieder ein Kamerakind. Das ist gebaut auch. Ja. Ah. Das ist dieses Modul, was da drin steckt. So, also, hier habe ich einen, wir haben vorher einen Beleuchter gehabt, aber der hat das Licht mitgenommen, oder? So, wir könnten aber da die Leuchtstoffreihen aufgeben. Das ist jetzt nicht wirklich besser, gell? Nein. Dann drehen wir es wieder ab. Danke. Ich bringe mir das Licht. Danke. So, der Lichtbringer. Also, dieses Modul hier, das habe ich gebastelt vor einiger Zeit und das ist genau diese Schaltung hier. Und wenn man das Ganze jetzt ein bisschen von oben zeigt, diesen Aufbau. So. Ah, ich muss wieder fokussieren. Das hört der Epileptiker. So, also, was haben wir hier? Wir haben dieses Modul und am Ausgang habe ich eine LED angehängt und die beiden Eingänge, die hängen an diesen POTUS. Das heißt, über diese beiden POTUS kann ich jetzt quasi vorgeben, welche Spannung an den Plus- und an den Minus-Eingang dran hängt. Wenn ich das jetzt mal versorge, so, zack, wenn man das vielleicht ein bisschen weiter von oben sehen kann, genau, dann kann ich jetzt hier den einen POTUS höher schieben als den anderen und dann leuchtet sofort die LED. Ein bisschen noch zurück, dass man dann das, die Potte auch sieht. Genau, ja. Also ich bewege jetzt diesen einen hier und man sieht, so wie ich quasi den anderen überhole, leuchtet der Ausgang. Wenn ich jetzt aber diesen anderen zum Beispiel ganz runter schiebe, habe ich da das gleiche Verhalten. Also es ist irrelevant, wo diese beiden Pottes im absoluten Spektrum sind, sondern es ist nur der Unterschied zwischen den beiden Einstellungen, das ausmacht. Und wenn halt der linke, von mir aus gesehen linke Potti, das ist alles im Kopf stehend, wenn der rechte Potti höher oder da drunter ist, dann leuchtet die LED. Ah, perfekt. So, also wenn der linke Potti höher ist, leuchtet die LED, wenn der linke Potti niedriger ist, geht sie aus. Und das ist quasi egal, wo die beiden Potten stehen. Das funktioniert. Also das ist immer scharf, der Gute. Er ist nicht super scharf. Also man sieht, wenn ich mich da bemühe, da leuchtet es irgendwie so halb. Auf der Kamera sieht man das nicht so gut wie in echt. Mhm. Aber man sieht, ich kann das so. Aha. Ja, okay. Ehrlich gesagt ist die Schaltung auch gar nicht dafür designt, einen scharfen Übergang zu machen. Weil die Schaltung nämlich, die kommt aus einer Seminararbeit, die ich geschrieben habe. Und da ging es um Schaltungssimulation und wenn die quasi ganz scharf reagiert, diese Schaltung, dann gibt es nicht mehr viele Unterschiede, die man feststellen kann. Dann macht ihr das einfach immer ganz genau. Also wollte ich eigentlich ein bisschen einen sanfteren Übergang haben. So. Aber das soll auch ein bisschen so ein Gefühl dafür vermitteln, wie Operationsverstärker von dem Grundgedanken funktionieren. Weil, wie wir dann nächstes Mal sehen werden, ist genau das, was diese Schaltung macht, das, was ein Operationsverstärker im Wesentlichen macht. Eins möchte ich noch dazu sagen, wenn man sich Innenbeschaltungen von Operationsverstärkern anschaut, dann gibt es einen Trick, der hier nicht vorkommt. Wie es die nämlich schaffen, dass der Ausgang so steilflankig ist. Die verwenden nämlich nicht nur einfach, wie ich das hier gemacht habe, so eine Emitterschaltung, damit sie dann steil ein- und ausschalten, sondern was machen die? Ich habe eine Idee. Es ist keine neue Schaltung, sie verwenden nur Schaltungen, die wir schon kennen. Nein. Nein. Ein Schmidt-Trigger.
Ein Schmidt-Träger hat dann auch sowas drinnen, aber... Aber der hat eine Hysterese, das wollen wir ja gar nicht. Darlington-Transistor? Ohne. Nein. Okay, ich verrate es jetzt dann gleich, aber in Form einer Frage. Was passiert denn, wenn ich zwei ideale Stromquellen habe? Und die schalte ich in Serie und die sind auf einen unterschiedlichen Strom eingestellt. Ich habe eine 1 mA und eine 2 mA Stromquelle, schalte ich in Serie. Was passiert? Kaboom. Na, die stärkere gibt urviel Spannung, um den Strom endlich zu erzeugen. Genau, und die schwächere? Die schaltet ab. Genau. Die Spannung auf Null. Und eben, wenn sie ideal sind, dann kommen unendliche Spannungen raus und lauter solche Dinge. Aber was ist, wenn ich eine echte, also was ich aufbauen kann aus Transistoren? Ich mache mit Transistoren eine Stromquelle, die versucht, 1 mA zu sinken. Also wir haben quasi... Unsere Versorgungsspannung, das ist alles. Wir haben unsere Versorgungsspannung. Eine Stromquelle. Noch eine Stromquelle. Aus. Und diese Stromquelle hier sagt, wir wollen da quasi, weiß ich nicht, I1 haben. Und diese Stromquelle sagt, wir wollen I2 haben. Aber das sind jetzt keine super perfekten Stromquellen, sondern was ich echt aufbauen kann. Irgendwie so ein Stromspiegel mit NPN und PNP-Transistoren. Das ist halt ein, mit NPN, der sinkt, das ist mit PNP, der sourced. Na, dann wird eine ganz durchschalten und die andere wird drosseln. Genau, also ich werde quasi, die eine wird quasi ein Kurzschluss werden. Und die andere wird sich verhalten wie eine Unterbrechung quasi. Die eine sagt, ich will nicht, das ist schon zu viel Strom. Und der andere sagt, gib mir mehr, das ist noch nicht genug. Und wenn die sich perfekt verhalten, reicht es quasi, dass dieser Unterschied irgendwie ein Nanoampere ist. Wenn der eine einen Nanoampere mehr erzeugen möchte, als der andere sinken will, dann kippt dieses Phänomen, dieses System. Das heißt, was man macht, ist, dass man in diesen Ausgangs- oder diesen Zwischenstufen, wo diese extrem große Verstärkung ist, dass man genau das aufbaut. Also eigentlich gesagt, die eine Stromquelle versucht zu sinken, die andere versucht zu sourcen und das steht in einer Relation zu meinen Eingangsgrößen und dann gibt es genau einen Punkt, wo er hart umschaltet und vom einen Extrem ins andere kippt. Damit kann ich halt nicht so ohne weiteres eine Verstärkung machen, die kleiner ist als quasi unendlich. Und da muss man eben mit Rückkopplungen zu arbeiten, das ist das, was man dann bei den Operationsverstärkern machen. Also nur wenn ihr quasi mal einen Transistor-Schaltplan seht von so der Innenbeschaltung von so einem echten Komparator oder sowas und euch wundert, wie quasi, wo der Teil ist, wo sie so stark verstärken, in der Regel ist das sowas. Oder es ist eine positive Mitkopplung, das gibt es auch manchmal. Stabiler Multivibrator, oder wie das heißt, oder was? Ein monostabiler Multivibrator? Das wäre jetzt eine andere Transistorschaltung, aber ich sehe jetzt nicht den Bezug zu den Stromquellen. Na, das ist halt so auch, was das herumgibt. Ja, aber das... das gibt halt als Funktion der Zeit, das hat nur Ausgänge, nicht? Also der Multivibrator. Ja, aber auch der A-stabile hat ja keine Eingänge, der hat ja nur einen Ausgang, der quasi einen Takt liefert. Und den, das wäre der B-stabile, der hat halt keine analogen Eingänge in dem Sinne. Nicht? Der
das ist das Flip-Flop. Ja, aber keine analogen Eingänge. Das ist, sondern das sind quasi dann digitale Eingänge, also da habe ich quasi keine Verstärkung in dem Sinne. Mit sowas ist dann wieder zu langsam, oder? Oder langsamer als? Na, die sind sehr schnell. Aber es ist kein Verstärker, es ist halt was anderes. Ja, es ist halt ein. Nicht Verstärkung. Es kommt kein analoger Wert mehr. Na, man könnte es mit dem Ausgang da betreiben. Naja, aber dann machst du de facto das, was du vorher gemeint hast, dass du quasi einen digitalen Buffer hast, ja. Aber. Also das Problem ist, diese digitalen Dinge, wenn sich da was quasi in diesem. Die funktionieren darum sehr gut, weil es einen nicht erlaubten Bereich in der Mitte gibt. Es gibt quasi keinen harten Punkt, wo er scharf umschaltet, sondern es gibt quasi ein Eingangssignal, das ist weder 0 noch 1 und dann kann irgendwas passieren. Also die haben eigentlich genau dieses Verhalten zumindest spezifiziert nicht. Aber ein Komparator, ein echter Komparator wäre halt genau sowas. Und das kann man bewerkstelligen, indem man diese Stromquellen gegeneinander treiben lässt. Im einfachsten Fall wäre man gesagt, ich habe meine beiden Eingänge und dann wandle ich einfach jedes Eingangssignal in den Strom um. Geht einfach, nehme ich einen Widerstand gegen Ground und unten habe ich einen Stromspiegel und dann mache ich quasi eins der beiden spiegel ich rauf und spiegel dann wieder runter und dann habe ich zwei Ströme, die ich gegeneinander treiben kann. Und wenn ich das miteinander verbinde, habe ich sofort etwas, was hart umschaltet, wenn ein gewisser wenn eins größer wird als das andere. Okay. Aber ich glaube, wir haben jetzt quasi das irgendwie drauf, dass wir unsere Transistor-Grundschaltungen identifizieren können. Das Experiment haben wir gemacht, wir haben es da aufgebaut. Mit dem Oszilloskop haben wir jetzt nichts gemessen, weil wir da auch keinen veränderlichen Input gehabt haben, um sich schnell verändert, sondern ich habe da einfach mal meine Hebel bewegt. So, und dann haben wir hier die Basisschaltung, die ich vorher schon erwähnt habe, dass man sich die anschauen könnte noch und simulieren. Gut, gibt es noch Fragen zu Bipolartransistoren?